Tag 1 nach der Bundestagswahl. Alle Stimmen sind ausgezählt. Das amtliche Endergebnis steht mittlerweile fest. Dennoch herrscht an den Börsen derzeit große Gelassenheit. Und weshalb das so ist, genau das wollen wir heute klären mit Michael Bloss, Finanzbuchautor und EFD-Direktor. Herr Bloss, heute Morgen mag sich manch ein Marktteilnehmer etwas verwundert die Augen reiben. Der DAX reagiert quasi gar nicht auf die zurückliegende Bundestagswahl. Weshalb ist das denn so aus Ihrer Sicht? Naja, es ist im Augenblick noch nicht wirklich was passiert. Man wartet jetzt erst einmal ab, was wird aus diesem Ergebnis gemacht. Also sprich, wie werden sich die zukünftigen Koalitionspartner in den Koalitionsverhandlungen dementsprechend positionieren? Wie werden auch die Argumente dementsprechend ausgetauscht? Und dann wird das schon auf den Markt wirken. Aber heute Morgen ist jetzt erst einmal, ja, sagen wir mal, ein bisschen Katerstimmung, dass die Altregierung ja doch relativ schnell beschlossen hat, nicht wieder zusammentreffen zu wollen und dass man jetzt Richtung Jamaika geht. Sie haben es bereits angesprochen, eine Jamaika-Koalition, also aus CDU, CSU, FDP und den Grünen, zeichnet sich nach heutigem Stand ab. Was wäre denn für die Börsen zu erwarten, sollte es zu einer solchen Koalition kommen? Also erstmal wird es wahrscheinlich relativ lang dauern, bis man sich auf gewisse konsensfähige Punkte für den Koalitionsvertrag dementsprechend einigen kann. Gucken wir uns an, CSU, Grünen sind doch sehr, sehr weit auseinander. Es gibt wieder Teile, wo man sehr nah beieinander ist, wo man sagen kann, okay, da kann man etwas schneller zueinander kommen. Also es wird sich wahrscheinlich erst etwas ziehen. Das kann dann auch mal bis in den Dezember reingehen. Das ist ja immer so die Befürchtung, dass sich so Koalitionsverhandlungen ewig und drei Tage ziehen. Das ist für den Markt natürlich nicht gut, weil es eine gewisse Ungewissheit mit sich trägt. Und dann muss man natürlich sehen, was steht im Koalitionsvertrag drin. Wie stark geht man zum Beispiel auf die Automobilindustrie wieder zu, dass man sagt, ja okay, die Grünen haben ja sehr große Forderungen für die Automobilindustrie, weil wie stark wird das dementsprechend aufgenommen und dann auch wirken? Und wie stark zum Beispiel wird auch die FDP mit dem Thema, wir wollen aus dem Europäischen Rettungsfonds keinen europäischen Währungsfonds machen, also sprich kein eigenes EU-Budget dementsprechend zur Verfügung stellen, wie Macron das zum Beispiel aus Frankreich fordert. Das wird dann schon eine gewisse Wirkung auf den Markt haben. Aber da muss man jetzt erstmal abwarten, was steht denn nachher eigentlich wirklich in seinem Koalitionsvertrag drin. Aktuell sieht es jedoch auch danach aus, als würden FDP und auch die Grünen aus einer gewissen Position der Stärke heraus agieren. Wird das Koalitionsprogramm aus Ihrer Sicht maßgeblich beeinflussen? Naja, sagen wir mal so, die CDU, CSU hat massivst verloren und ist jetzt nicht gerade der goldene Ritter auf weißem Ross. Ja? Also ich denke, da sitzen gleich ebenbürtige Partner dann mit am Tisch und die müssen dann halt dementsprechend um jeden einzelnen Punkt auch kämpfen und fighten und gucken, dass sie ihre Interessen dementsprechend vertreten kriegen und das dann nachher in so einen Koalitionsvertrag gießen. Das macht es natürlich viel, viel schwieriger, als wenn sie einen Juniorpartner haben. Juniorpartner können sie eher was diktieren, wenn sie jetzt sagen, okay, sie haben ja eigentlich vier Parteien mit am Tisch sitzen. Also sie haben vier Parteien und die müssen alle unter einen Hut und konsensfähig werden. Herzlichen Glückwunsch für die Verhandlung. Das wird nicht einfach. Sollte es zu keinem Konsens kommen, ist dann eine große Koalition komplett vom Tisch? Naja, sagen wir mal so, die SPD-Führung hat gestern Abend sehr, sehr schnell und sehr vollmundig die große Koalition als Alternative ausgeschlossen, hat gesagt, sie gehen in die Opposition. Wenn dann überhaupt nichts mehr geht, müssten wir vielleicht mal zur Staatsräson rufen und vielleicht sagen, okay, da muss man doch Gespräche führen, weil der demokratische Auftrag wäre da. Also sie wären legitimiert, zusammen mit CDU und CSU eine Bundesregierung zu bilden. Also von dem her, glaube ich schon, wird man dann Gespräche führen, was ich übrigens auch empfehlen würde. Ich bin immer der Ansicht, die demokratischen Parteien müssen alle untereinander dementsprechend Gespräche führen und dann gucken, okay, wo passt es am besten und was kann man ausloten. Also so ganz 100%, wie dann jeder gestern Abend gleich geschrien hat, wir gehen in die Opposition, das muss man mal abwarten, was in den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Viele deutsche Ökonomen sehen vor allem den Aufstieg der AfD zunehmend skeptisch. Es heißt mitunter, es wäre ein Votum gegen Europa. Ist das so? Naja, also es ist wahrscheinlich als erstes mal ein sehr großes Protestvotum gegen das bestehende System. Protestvoten sind immer schlecht, siehe Trump. Da muss man halt auch mal ein bisschen mit Sinn und Verstand denken, dass im Jahr 2017 Argumente, wie sie hier vertreten werden, nicht nur nicht zeitgemäß sind, sondern teilweise auch an eine Undenkbarkeit grenzen. Das ist natürlich schon etwas, das die Ökonomen mit sehr, sehr viel Vorsicht sehen, was man übrigens auch aus humanistischer Sicht mit sehr viel Vorsicht sehen muss, wo ich auch also sehr davon warne. Und das wird natürlich schon auch den Markt etwas mit beeinflussen. Wobei mal ganz ehrlich, das haltet der Deutsche Bundestag aus. Also ich glaube, dass die großen demokratischen Parteien, die etablierten Parteien hier schon zur Ordnung mahnen werden.
der neue Bundestagspräsident, die neue Bundestagspräsidentin, wer auch immer das dann nachher wird nach der Wahl, wird das dementsprechend in Schach halten müssen, dass es nicht eskaliert und nicht ausufert, weil wir sprechen ja vor dem Deutschen Bundestag und nicht vor einer wie auch immer gearteten Versammlung. Also von dem her, da wird es aber wahrscheinlich zu hitzigeren Diskussionen kommen und wahrscheinlich auch zu dem einen oder anderen Aufreger. Und dass das dann auf den Markt vielleicht auch wirkt, und zwar nicht direkt, da macht ja eine Daimler, eine BMW oder eine VW jetzt nicht eine direkte Bewegung mit, sondern das wird eher über das Ausland kommen. Also sprich, wie stark werden ausländische Investoren Vertrauen haben in den deutschen Markt, in die deutsche Regierung, in das deutsche Politiksystem und in die deutsche Ökonomie. Und das wird sich dann allerdings erst etwas später abzeichnen. Wird eine neue Regierung, egal wie sie am Ende aussehen wird, eben vor dem Hintergrund des Aufstiegs der AfD vielleicht etwas sozialer, vielleicht auch etwas rechter werden müssen? Also ich glaube, wenn wir wirklich diese Dreifachkoalition bzw. Vierfachkoalition in Jamaika sehen, werden wir gerade mit den Fragestellungen, die wir aktuell haben, gute Antworten sehen. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Wir haben sehr, sehr große Baustellen hinsichtlich Klimawandel, Klimaveränderung, Klimaschutz, wo bestimmt gute Antworten rauskommen. Wir haben das Thema Digitalisierung, Technologisierung und künstliche Intelligenz, wo ein Thema sein wird. Wir haben das Thema wirtschaftliche Substanzwerterhaltung im Land, wo ein wichtiges Thema sein wird. Also ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass diese Jamaika-Koalition da Antworten finden wird. Es wird ein anderes politisches System werden. Man wird wieder vielleicht stärker zur Diskussion auch zurückkommen, was man ja zugegebenerweise im Bundestag nicht mal wirklich groß gesehen hat. Das war alles schon so ein bisschen Kuschelkurs, das wurde ja auch mehrfach angesprochen. Die hitzige Debatte gestern Abend in der Berliner Runde hat mir eigentlich das gezeigt, dass es in der Politik doch noch mehr Diskussionsthemen gibt, dass die aber auch aktiv aufgenommen werden. Also deswegen glaube ich, es wird mehr diskutiert werden. Ob es dann nachher sozialer wird, gerechter wird, das weiß man nicht. Das ist immer eine schwierige Sache. Das ist ja auch ein bisschen subjektiv. Was ist Gerechtigkeit? Ja, das ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, es wird ein neues, alternatives System sein. Und das kann dem Land sehr, sehr gut tun. Den Börsen auch? Und den Börsen zum Schluss auch. Wenn es dem Land gut tut, dann tut es auch den Börsen gut. Was brauchen wir über die Börsen? Wir brauchen im Prinzip ein starkes Bruttoinlandsprodukt, eine Konjunktur, die dementsprechend läuft. Wir brauchen den Export. Wir brauchen aber auch die Verbraucher im Inland, die dementsprechend die Waren kaufen. Wir brauchen ein stabiles Währungs- und Zinssystem. Wir brauchen ein stabiles Wirtschaftssystem in Gänze. Und ich glaube, vor allem auch der Mittelstand braucht eine Perspektive, dass er der Mittelstand auch bleibt. Dass die Produkte weiter dementsprechend weiterentwickelt werden können. Und ich denke, das kann man mit einer solchen Jamaika-Koalition durchaus hinbekommen. Eine Einschätzung zur gestrigen Bundestagswahl von Michael Bloss, Finanzbuchautor und EIFD-Direktor. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.